Und zack. Ja, fertig ist mein neues Bewerbungsbild. Naja, als Profilbild okay, aber für ein Bewerbungsfoto, ne, das muss professioneller sein. Was ihr da genau beachten müsst, das zeige ich euch jetzt. So, ich bewerbe mich jetzt mal bei euch und ich zeige euch ein Bild und ihr sagt mir, wie ich darauf wirke. Das war 2004 in Griechenland. Also ich finde, ich sehe sehr weltoffen aus, weil ich bin ja am Meer und sehr gesund, weil ich esse in Pfirsich und ja, auch ein bisschen sportlich, finde ich. Aber mal ehrlich, als Bewerbungsfoto ist das natürlich Quatsch. So denkt jeder Personaler, ne, den brauchen wir nicht in unserem Büro. Also ihr merkt selbst, es ist deutlich besser als ein Urlaubsbild am Strand mit Pfirsich im Mund. Das Wichtigste bei so einem Bewerbungsbild ist eigentlich erstmal ein natürliches Lächeln. Aber auch auf den Bildausschnitt achten. Es wird meistens im Halbporträt fotografiert, also das heißt 6:4 oder 9:6. Und ja, der Hintergrund sollte einfach neutral sein, denn es geht um euch, damit man euch gut erkennt. Und ihr merkt selbst, ja, mir steht auch ein Sakko. Und das T-Shirt war gebügelt. Auch das, also achtet drauf, dass nicht so viele Falten irgendwie auf dem Hemd oder auf dem T-Shirt sind. Und noch ein Tipp, verzichtet auf übertriebene Accessoires und zu viel Schminke, denn es geht um euch. Ihr sollt einfach authentisch und sympathisch wirken. Geht wirklich zu einem Fotografen. Das ist einfach der Experte. Der kennt sich aus in Sachen Hintergrund und Bildausschnitt. Und wichtig ist, sprecht mit dem Fotografen. Sprecht über eure Stelle, über das Unternehmen. Also je nachdem, welchen Stil das Bild auch haben soll, damit es perfekt für die Bewerbung passt. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, Fotograf ist wirklich teuer. Das stimmt, aber die Kosten könnt ihr steuerlich geltend machen. Das hängt ehrlich gesagt von eurem persönlichen Geschmack, aber auch vom Geschmack des Personalers ab. Also ich würde mir immer beide Optionen einfach offen halten. Wenn ihr sonst noch Fragen rund um Bewerbungstipps und mehr habt, dann schaut mal unten in unserer Infobox. Da findet ihr einen Link und alle weiteren Informationen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert unseren Channel, lasst einen Daumen da, da freue ich mich sehr. Und bis bald, euer Chris.